Sibylla Merian bringt ihren Wagen zur Werkstatt. Der Hersteller empfiehlt alle 15.000 Kilometer einen Ölwechsel. Seit einiger Zeit nimmt Sibylla Merian dafür einen kleinen Umweg in Kauf. Das Motorenöl wird hier nämlich nicht gewechselt, sondern in einem sogenannten Öldialyseapparat gereinigt. Danach kommt es wieder zurück ins Auto. Die Öldialyse mache ich ungefähr alle 15.000 Kilometer. Ja, das Auto läuft hinterher wunderbar, ruhig, läuft besser als vorher. Also ich bin sehr zufrieden. Neues Öl, der Service und die Ersatzteile würden Sie in dieser Werkstatt bei einem normalen Ölwechsel rund 120 Euro kosten. Für die Öldialyse zahlt sie nur 69 Euro. Pro Ölwechsel spart sie also 51 Euro. Rund 45 Millionen Mal wird in Deutschland jedes Jahr Motorenöl gewechselt. Die Kosten gehen in die Milliarden. Rausgeschmissenes Geld, wenn sich seine Erfindung durchsetzen würde. Der Schmierstoff- und Filterexperte Markus Kemper aus Sachsen-Anhalt beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit der Frage, wie man den Ölwechsel überflüssig machen kann, und kam auf eine simple Idee. Na, klassischer Ölwechsel ist bekannt. Sie kommen in die Werkstatt, lassen das Öl ab und dann wird es weggeschmissen. Bei mir wird dieses Öl in meine Maschine verbracht und durch einen speziell von mir entwickelten Filter geleitet. Und nach diesem Vorgang können Sie das Öl dann so lange wieder benutzen, wie Sie normalerweise sonst auch den Ölwechsel fahren würden. Schon vor 11 Jahren berichtete Frontal 21 von Kempers Innovation. In einem Dessauer Forschungslabor ließ der Tüftler damals testen, ob seine Filtertechnik funktioniert. Auf dem Prüfstand ein fabrikneuer Turbodieselmotor. Bei dem wurde dann alle 30.000 Kilometer der Filter gewechselt, verbrauchtes und gefiltertes Öl nachgefüllt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Motor etwa 60.000 Kilometer laufen wird und dann irgendwann seinen Geist aufgibt oder irgendwelche Schäden zeigt. Der Test wurde nach 150.000 Kilometern beendet, ohne einen Tropfen Neuöl. Der erfahrene Motorexperte war verblüfft. Was ist tatsächlich passiert dann? Nichts. Das heißt keine Schäden? Keine Schäden, der Motor ist durchgelaufen. Für die Experten, die sich hier in diesem Bereich auskennen, ist es schon überraschend, dass man einen Motor ohne Ölwechsel so lange betreiben kann. Bei den Verkehrsbetrieben Mönchengladbach hat man erkannt, dass Kempers Technik viel Geld spart. Schon 2012 wurde ein Öldialysegerät angeschafft. Seitdem fahren alle 205 Busse mit gefiltertem Öl. Wir sparen über die ganze Lebenszeit der Flotte ca. 50.000 Liter Öl. Das ist schon eine Menge. Das sind Kosten, die kann man sparen. Ressourcen schon, ein kleiner Beitrag für die Umwelt wieder. Das hat sich spätestens nach eineinhalb Jahren schon gerechnet. Auch die teure Entsorgung von Altöl können sich die Verkehrsbetriebe sparen. Mittlerweile wenden auch andere deutsche Nahverkehrsunternehmen diese Technik an. Die Ölindustrie dagegen versucht, Kempers Dialysegerät zu verhindern, offenbar aus Angst vor Milliardenverlusten. Unity, der Lobbyverband der mittelständischen Mineralölwirtschaft, warnt zum Beispiel 2010 vor der Innovation. Um die Funktionalität und die Dauerhaltbarkeit von Motoren nicht zu gefährden, empfehlen wir daher dringend, die von den Fahrzeug- bzw. Motorenherstellern empfohlenen Öl- und Filterwechselintervalle einzuhalten. Wir fragen Unity, wie es zu dieser Empfehlung kommt. Laut Kemper hat der Verband das Öldialysegerät nie testen lassen. Doch von Unity gibt es keine Antwort. Um die gefährliche Konkurrenz loszuwerden, gingen Mineralölunternehmen sogar noch einen Schritt weiter. Man hat mir einen zweistelligen Millionenbetrag von einer Mineralölgesellschaft angeboten, wenn ich mit diesem Produkt sofort aufhöre zu arbeiten. Angenommen? Nein, weil ich Bedingungen hatte, man soll es auch in den Markt bringen. Und das wollte man nicht, man wollte es im Tresor verschwinden lassen. Und das lehne ich ab. Wir wollen von Deutschlands größten Automobilherstellern wissen, was sie von Kempers Öldialyse halten. Die Volkswagen AG äußert sich nur schriftlich. Zitat: Das Dialyseverfahren hat hier keinen positiven Effekt auf den Ölzustand. Und auch die Daimler AG lehnt das Dialyseverfahren ab. Zitat: In eigenen Untersuchungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass diese Verfahren für einen anschließenden Motorbetrieb als nicht geeignet eingestuft werden müssen. Man propagiert Motorschäden, Öle werden sehr komplex, es kann alles Mögliche kaputt gehen, aber da wird eigentlich ein Geist gerufen, den man nicht belegen kann.
Markus Kemper ließ 2011 von ihm gefiltertes Öl bei der Prüforganisation DEKRA untersuchen und mit einer Probe Neuöl vergleichen. Einen relevanten Qualitätsunterschied konnten die Experten damals nicht feststellen. Unter Berücksichtigung der analytischen Messtoleranzen sind beide Proben hinsichtlich des Additivgehaltes und der Infrarotspektren als Material gleich zu sehen. Das Öldialyseverfahren Kempers ist nicht nur günstiger, sondern es schont die Umwelt. Weniger Neuöl wird gebraucht und die Entsorgung riesiger Mengen Altöl fällt weg. Bei Kempers Methode müssen nur die Filter entsorgt werden. Auch das belastet die Umwelt deutlich weniger. Trotzdem hat Markus Kemper in den vergangenen 4 Jahren gerade mal 9 Geräte in Deutschland verkauft. Weltweit aber schon mehr als 100. Vor kurzem erst gingen 10 Geräte nach China. 10 weitere sind bestellt. Und auch in Europa ist sein Öldialyseverfahren gefragt, zum Beispiel bei der Armee von Luxemburg, die ihre Geländewagen damit wartet. Das Dialysegerät ist bei der Luxemburger Armee seit 2012 im Einsatz und warten unsere gesamte Dingo-Flotte damit und ein Teil der Humvee-Flotte, knapp 70 Fahrzeuge also. Die Erfahrungen sind im Allgemeinen sehr gut. Wir sparen mit dem einmaligen Warten der ganzen Flotte etwa 5.000 Euro, die wir nicht an Frischöl kaufen müssen. Gespart hat heute auch wieder Sibylla Merian. Knapp 20 Minuten hat die Öldialyse bei ihrem Wagen gedauert. Nach den nächsten 15.000 Kilometern wird sie wiederkommen.